Ah. Oh, was ist denn das, Herr Ober? Sieh mir, meine Süße. So, meine süße Nudel, nach Büroschluss müssen wir doch nicht mehr so förmlich sein, ja. Bin ich doch nicht Oberst Kling. Schön, wenn Sie das wirklich so meinen, dann lassen Sie wenigstens das Ober schmecken, ja. Na schön, Kling. Mein Vorname ist Wilhelm. Können wir nicht gehen, ich verhungere. Fahren Sie nicht gerne. Ich habe heute noch nichts gegessen. Meine Edelkalesche wartet draußen. Ich habe nicht mal gefrühstückt. Ah, deshalb der Mundgeruch. So. Danke, Kling. Wilhelm im Arsch! Was ist das? Schulz! Hi! Schulz, wo ist mein Wagen? Ja, das ist ja gerade das, Herr Kommandant. Der wird noch repariert. Hogen lässt zwei Leute daran arbeiten, dass er morgen fertig wird. Wie versprochen. Er hat versprochen, dass er heute Abend fertig ist. Nun sind wir fertig, aber der Wagen nicht. Nun seid ihr fertig, nur der Wagen nicht. Wundervoll ist das. Hat immer ein Scherzchen auf den Lippen, ja. Halten Sie die Schnauze, Sie durstig Hund. Wenn's drauf bestehen, Herr Oberst. Da bekomme ich jetzt schon Kopfschmerzen. Mit der Schlammwanne fahre ich nicht zum Essen. Da kriege ich immer Kopfschmerzen. Starten Sie, Herr Oberst. Der Hogen hat den Beiwagen extra herrichten lassen, damit Sie nicht im Krankenwagen zu Ihrem Essen fahren müssen. Nur Schnulle besser als Löwen, nicht, ja. Vor den Kopfschmerzen habe ich Angst. Mit dem Druck im Kopf haben Sie, weil Sie nicht im Bauch haben. Nein, durch die Kopfschmerzen ist mir der Appetit vergangen. Gute Nacht, Klick. Gestatten Sie mir, Sie zum Tor zu fahren. Ich laufe lieber. Aber die hat nicht einmal ihr Sträußchen genommen. Rufen Sie an das Dirndl an, solange die Blumen noch frisch sind. Also, Schulz, wenn mal irgendwas auf den Sack geht, dann sind das Ihre blöden, fetten Vorschläge nicht, ja. Gut, sag ich nichts mehr. Das beste Essen, die feinsten Weine hab ich bestellt. Nun darf ich mal ganz alleine mit dem achtgängigen Menü die Plauze vollhauen. Ich hab heute Abend noch nichts vor. Die haben was sehr Feines vor heute Abend. Während ich esse, werden sie an meinem letzten Transportmittel Wache schieben. Holt Prinz Ratskeller, los, schnell fort! Jawohl, Herr Kommandant! Dabei ist sie schon so oft überholt worden. Wenn die überholt worden ist, dann ja wohl nur von Fahrrädern. Nun los, geben Sie Gas, Mensch! Da! Halten Sie Ihre Mütze fest, Herr Kommandant!